Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video und ja, das ist natürlich mal wieder mal was richtig Cooles. Ich habe was Cooles gelesen und ich schaue mir das mal an. hat mir ein Kumpel empfohlen, weil er sagt ja, geh mal auf diesen Typen drauf, Andi, du bist doch AfD-Wähler. Und ich so, ja, wie ist deine Meinung zu diesem Video? Und ich so, naja, ich habe gesagt, kann ich mir gerne anschauen, aber natürlich möchte er anonym bleiben, auch kein Problem. Wir reagieren heute auf ein richtig lustig cooles Video, ich könnte so lustig sein. Und das ist sozusagen ein ganz neuer Gag von einem coolen User, also TikToker. Und ich weiß nicht, ob der sozusagen das verkauft, also ob da so wirklich man das auch kaufen kann oder ob das nur Farce ist. Schauen wir uns das gleich mal an. Dann würde man sagen, starten wir. Und ich habe gesagt, es kann sein, dass ich ganz anders reagiere als die meisten anderen AfD-Wähler, weil ich bin ja in Polen geboren, polnischer Hintergrund, ne, Jude auch noch dazu. Das heißt, ich bin da nicht der Standard-AfD, sondern eine Anomalie. Also deswegen schauen wir uns mal an. So, schauen wir mal. Aber ich schauen wir mal, ob ich habe ein Problem nämlich bei mir. Ich habe nämlich die Adblock jetzt deaktiviert, aber ich kann manchmal nicht draufklicken, weil die das, ja, weil die haben, ich wusste es, die haben es einfach, das ist typisch. Schauen wir mal, wieder, ja, okay, wir können dann auf seinen Kanal gehen. Okay, los geht's. Ich habe heute meinen AfD-Afrikaner für Deutschland-Pullover im Wartezimmer bei meinem Arzt angezogen. Ich wollte wissen, was passiert. Nachdem ich mein türkischer Anfängerbuch ein bisschen gelesen habe, weil ich gerade Türkisch lerne, hat mich dann auch schon ganz kurz oder ganz schnell, eher gesagt, jemand angesprochen. Er hat mich gefragt, ob ich das lustig finde, was ich da trage. Er war ziemlich sauer. Ich kann ihn leider nicht zeigen, weil sie gecheckt haben, dass ich filme und ich habe ihnen das versprochen. Ich meinte allerdings, dass ich provozieren möchte. Er hat am Anfang nicht richtig hingeguckt und hat dann später gemerkt, dass es ein Afrikaner für Deutschland-Pullover ist. Danach fand er es ziemlich geil und hat mich gefragt, wo ich den herkriege. Ich meinte, kannst gerne auf mein Instagram gehen oder auf meinen Link bei TikTok. Er meinte, er hätte kein TikTok, so sah auch aus. Also ja, also das ist auch geil, das ist doch geile Pullover. Also ich würde ihn gerne kaufen. Warum nicht? Wenn er heute jetzt so ähnlich ist. Und das ist ja keine Provokation. Lustig. Also die AfD lässt gerne alle Leute zu, ne? Nur halt keine Vollpfosten. Also wie man immer behauptet. Ja, also ich war mit einer Kippe bei der AfD und die haben mich nicht umgebracht. Ich weiß nicht, was die Leute falsch machen. Ne? Also ich habe keine Ahnung. Die Leute, irgendwie sind die meisten Menschen immer so voller Hass erfüllt, ne? Ich war auch mal in der Moschee drin. Ich war mit Imam im Gespräch. Ich habe Kabarett über Mohammed gemacht und über den ganzen Islam, während 20 durchtrainierte Muslime waren, die doppelt so breit sind wie ich und alle schwarzen Gürtel haben und die haben mich nicht umgebracht. Nee, irgendwas machen die Leute falsch. Ne? Also ich habe so viele Sachen erlebt. Ich war auch bei der NPD. Ich wollte es an die Spitze treiben. Ich war auch mal in Dresden in den Nazi-Viertel. Aber irgendwie wollten die mich nicht umbringen. Ich war sogar mit Springerstiefeln, mit Glatzköpfen unterwegs, mit denen zu reden. Und die wollten mich auch nicht umbringen. Also irgendwie, keine Ahnung, was ich mache. Irgendwie sind die alle nett. Und es kann nicht daran sein liegen, dass ich ein Mann bin. Das kann nicht nur der eine Grund sein. Das kann nicht sein. Irgendwas machen die anderen Leute falsch. So. Ah, cool, ja, coole Aktion. Ich hätte nicht gedacht, dass die Leute so schnell mich ansprechen, aber ja, so ist das, ne? Provokation, Afrikaner für Deutschland, let's go. Ich habe heute meinen AfD, okay. Afrikaner für Deutschland. Was mal was? Und da, okay, sein Kanal, dann können wir mal schauen. Das ist das gleiche. Ah, okay, das ist das andere, okay, das ist interessant. So. Okay. Okay, ich bin müde, aber ich meine, das Video später auch gut. Nein, wir haben keine App. So, also, nächstes. Ich habe heute meinen AfD, Afrikaner für Deutschland-Pullover, in der Deutschen Bahn angezogen, im ICE-Richtung. Geil. Es hat nicht lange gedauert, bis mich jemand angesprochen hat, nachdem ich mein türkisches Anfängerbuch gelesen habe, weil ich gerade türkisch lerne.
Er hat mich gefragt, was ich mir darunter vorstelle, so ein Pullover anziehe oder warum ich überhaupt so ein Pullover anziehe. Ich habe ihm einfach kurz erklärt, dass das unsere neue Partei ist und wir kämpfen für Voodooismus als Religion in Deutschland, Kannibalismus und dass Deutschland Bananen ab heute umsonst essen kann, wenn der Album kommt. Dann wollte er wissen, was das für ein Druck ist. Ich meinte Digitaldruck, das ist aber die Rohware. Die wir jetzt haben, ist Siebdruck. Dann hat er mich gefragt, wo es den gibt. Ich meinte, du kannst einfach auf meinen TikTok gehen oder auf mein Bio bei Instagram, da steht ein Link, schwarzreichbeschäftigt.de. Da kann man es dir kaufen. Ich habe heute. Ja, coole Sache, ne? Schlauer Typ, ne? Sehr intelligenter Mann, Geschäftsmann. Also soll ich darauf reagieren, ne? Also, das ist überhaupt für mich keine Provokation. Das ist sehr interessant. Wusste ich gar nicht. Ja, siehst du, ich bin nicht so schlau wie der, weil ich weiß die Tore und das Universum, ich erlebe. Aber der Typ ist ein schlaues Kerlchen. Wahnsinn, Respekt. Der hat einfach eine Geschäftsidee und das ist vernünftig. Er kommt hierher, sagt, Deutschland ist Land, kann man im Leben was erreichen. Was kann er machen? Er kann aus seinem Umfeld was Positives schaffen. Und was macht er? Hey, ich bin Afrikaner, sagt er sich. Ich habe einen Vorteil, ich kann das machen. Ein Weiser kann das nicht, er kann es. Macht daraus sozusagen Geschäftsidee und macht sogar eine Partei, wenn es sogar eine Partei ist. Das ist geil. Ne? Also kannst du dementsprechend Geld machen. Ja? Das ist ganz, ganz, ganz schlau. Ne? Ja, also da, ich weiß nicht, das Video, ob es hier dieses Herzchen was Positives ist, ob Thumbs Up ist. Auf jeden Fall kriegt er von mir ein Herzchen. Gutes Video, finde ich. Sehr vernünftig. Und schauen wir mal andere Sachen von ihm an. Nehmen wir, schauen wir mal. Von Pose. Ja, das ist vorgestellt. Also, das ist ein intelligenter Kerl. Ne? Also, der plant das. Der wildeste Pullover macht sozusagen mit Politik, schaut, was in Politik ist, wie das ist, druckt, hat natürlich vorher im Leben seine Ziele erreicht, hat Rap-Musik und so gemacht, ne? Hat sein Ding gemacht, hat ist nicht einfach, ne? Auftreten, tretet auf. Also der Typ, der muss was im Kopf haben. Ne? Dann macht er sein Hoodie, macht sein Geschäft, lässt es auch Leute tragen, die nicht seine Hautfarbe haben, ne? Auch ganz schlau. Es ist egal, wer es trägt. Hauptsache, er unterstützt uns, weil jeder Hoodie gibt Geld, ne? So soll es ja sein, ne? Ein bisschen muss man halt außerhalb der Bubbleblase denken und das macht er. So. Ja, also. Ich bin so müde jetzt, weil ich mache das Video jetzt, wo es spät ist. Aber schau mal, was er hier da reingemacht hat. Ich wähle die AfD. Und das ist der Grund, warum. Die AfD gibt mir das Gefühl, ein Teil einer Gesellschaft zu sein. Ich fühle mich in dieser Gemeinschaft einfach wohler. Afrikaner für Deutschland ist einfach eine positive Bewegung. Hauptpunkt unserer Gruppe, wir sind alle eins. Der erste Mensch war ein Afrikaner. Unsere Gegenspieler sind ja der Meinung, dass Arbeitsplätze weggenommen werden, obwohl Deutschland ein Problem hat, weil die Deutschen keine Kinder zeugen. Afrikaner sind bekanntlich potent und können da natürlich Beihilfe leisten. Und damit dafür, dass es in Zukunft ausreichend Steuerzahler gibt. Ich zum Beispiel wollte Fußballspieler werden, doch habe mich dann in eine überkorpulente weiße Frau verliebt. Zu der Zeit hatte ich schon einen deutschen Pass aus meiner ersten Ehe. Allerdings haben wir uns nach 48 Stunden getrennt, weil schnell klar wurde, dass sie nur zwei Kinder will. Ich will 17. Geil. Gefällt mir. Oh, geil gemacht. Ja, geil. Ja, Herzchen auch. Ja, das ist, dass die Leute das nicht checken. Das nenne ich, oh, das ist geil. Oh, geil, wenn so lange das läuft, oh Gott. Spuck ist mir jetzt gerade gelaufen, so cool, geil gemacht. Oh, geil.
Das nennt sich wahrer Kabarettismus. Das ist wahre Kabarett, das ist wahre Satire. Ne? Nicht diese Heuchelei. Ja. Das ist, so soll es sein. Das ist Humor. Das ist cooler Humor. Was ist das? So, wenn du komplett jeden AfDler mit deinem neuen Songpullover provozierst. Schon wieder so spät, bis die Sonne aufgeht. Ja, machen wir Session, Digga, Cup in der Hand und ich lass mich stressen. Ja, ich meine, klar, es wird immer Leute geben, die was dagegen haben, ist doch logisch. Das gibt's bei uns Juden auch solche Leute. Also die anders denkenden Leute, die gibt's zwar überall. Ne? Wir denken im Positiven anders. Ne? Es gibt überall auf der Welt. Das wird's immer geben. Das ist normal. Ist halt die Bubble, die er halt auch den Leuten aufzeigt. Und das ist halt clever gemacht. Und er ist locker drauf, macht sein Ding und ist sehr vernünftig. Ja. Ist Mischling. Und schlau. Weil du musst ja, wenn du Konzerte gibst, da musst du schon, also du musst halt alles organisieren, ne? Konzerte ist nicht so easy beasy, wie die Leute denken. Ein Plattenlabel und alles, du musst trotzdem eine gewisse Disziplin haben, um da aufzutreten. Du musst Lieder schreiben, wenn du rappen tust, musst du Lycris und so. Das ist ja alles, die Leute denken, das ist so, jeder kann Sänger werden oder jeder kann Rapper werden. Dann, wenn sie sich da hinstellen und dann, scheiße, ich kann schreiben, nicht singen und nix. Das ist das Problem. Und nee, das kann nicht jeder. Da musst du schon was drauf haben. Und ja, gönne ich ihm. Folgen tue ich niemanden. Sehr selten. Sehr, sehr selten. Aber auf jeden Fall, ja, ich bin so ein Typ, ich habe TikTok nur zum Testen genutzt und ich folge generell niemanden. Nur mir! Und mir sollen die Leute folgen. Wenn ich gewisse Sachen wirklich interessant finde und so. Ne? Ja, ansonsten für dich, was gibt's auf? Ja, ne? Also, ihr seht schon. Ihr seht schon, das ist der Grund, warum ich TikTok eigentlich gar keine Videos machen will. Weil TikTok ist einfach. Genau, TikTok ist einfach, die Sachen starten einfach und nerven einen. Ich mag sowas nicht. Das ist einfach für mich. TikTok ist sowas von bescheuert und kann man das überhaupt einstellen, irgendwie dieses. Ne, das kann man gerne mal einstellen. Aber das ist so bescheuert, dass man da jetzt diese, ne, also diese Zwang hat, dass man das abgespielt haben muss. Und das ist einfach fürchterlich. Ne? So. Natürlich gibt es Leute, die sich registriert haben und man hat halt dementsprechend Leute, die man halt da folgen soll oder nicht, aber das ist so unlogisch für mich. Ich verstehe den Sinn des von TikTok, ehrlich gesagt. Ich bin einfach zu alt dafür. Ne? Folgen. So eine Gespräche zu führen, die dann enden. Folgen durch so eine Gespräche zu führen, die dann enden, Gott, mit einem. Bis zum Kotzen, ich hasse das in die Pest. Folgen durch dann dementsprechend diese Frau. Aber nur wegen diesem einen Video, was sehr interessant war. Ist traurig, ne? Das TikTok ist einfach wirklich. Vielleicht kann man da berühmt werden und Kohle machen, aber mir ist es zuwider einfach. Ne? Ich habe jemand wollte mich für TikTok gewinnen und ich so, Alter. No way. Ne. Vielleicht werde ich TikTok nutzen für meine Tarnach-Videos. Ja, das ist es. Das wäre es. Schauen wir mal, wir machen das als Gast. Als Gast.
Kann man das nicht machen, oder wie? Jetzt hat er sich auf... Ey, jetzt hat er sich auf... Jetzt ist doch... Jetzt hat er sich aufgehängt. Kann man mal Tanach? Vielleicht gehen wir mal Tanach rein. Würde mich jetzt mal interessieren. Okay. Ich glaube, ich habe mein nächstes Thema gefunden. Religion. Ja, danke TikTok. Ihr habt mir das Leben erleichtert. Ich habe ein Thema gefunden. So Leute, abonniert meinen Kanal, liked meine Videos und vergesst nicht, geht auf meinem Kanal YouTube, nicht TikTok. TikTok könnt ihr auch, von mir aus könnt ihr auch TikTok gehen, aber ich halte nichts davon. Ansonsten, geht schlafen, ich bin viel zu müde. Leute, ich haut euch weg. Ah, okay. Ja, interessant. Die nächsten Nachrichten gibt es in den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Ingo Zamperoni. Und jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich mich ganz dezent verabschieden, denn das ist meine letzte Tagesschau-Sendung heute. Danke, dass Sie mich in den letzten... Oh, soll ich mich verabschieden? Ich bin doch sowieso Multimillionärin und ich habe so viel Geld. Und jetzt gehe ich auf die auf Mallorca oder die Maldivien und ja, ja. Da in ihr Wohnzimmer gelassen haben. Und danke an die Bett. Gottes Willen, nein! Ich doch nicht! Nicht jeder hat dich in dein Wohnzimmer eingelassen. Nein, ich habe auf jeden Fall nicht, weil... Also gibt es strenge Regeln. Da solltest du jüdisch sein. Besten Kolleginnen und Kollegen der Welt, einen schönen Abend noch. Tschüss. Ach nein! Der Deutsche hat Stock am Arsch, aber da ist er so mal, wie er sein sollte. Alles schon geplant und merkt euch, oh Mann, oh Leute, Leute, also ne, haut euch rein, ich vergessen, oh Mann, oh Gott.